Also, wir wollen euch heute zeigen, wie man karamellisiert. Dazu braucht ihr halt folgende Zutaten: einmal Zucker und halt das, was ihr karamellisieren wollt, und einmal Eiswasser. Ihr bringt dann einfach den Zucker mit ganz bisschen Wasser zum Kochen, dreht aber nach einer gewissen Zeit, wenn ihr seht, es kocht, einfach die Temperatur runter. Wenn es so aussieht, habt ihr alles richtig gemacht. Also, wenn es anfängt zu schäumen und so die richtige Farbe bekommt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann könnt ihr schon anfangen, eure Sachen halt ins Karamell zu tunken und dann ins Eiswasser. Müsst aber darauf achten, dass es wirklich hart wird. Und ja, also da gleich einmal das Endergebnis und wie ihr das ausgewaschen bekommt, zeige ich euch auch. Also ihr macht da einfach ein bisschen Wasser rein und bringt es wieder zum Kochen, halt damit sich das Karamell, also der Zucker, löst, weil sonst wären eure Eltern sauer. Das macht ihr halt einfach so lange, bis halt alles geschmolzen ist. Dann kippt ihr das aus. Und ja, und hier machen wir jetzt gleich einmal so Geräuschtest. Und Leute, mit Toast, es schmeckt so verdammt geil. Ihr wisst es nicht, bitte probiert es aus. Oh mein Gott.